Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Theme Diamonds. Es geht jetzt um Donald Driver. Drei Sterne Herausforderung. Wir dürfen in dem Drive unseres Gegners gleich keine Punkte zulassen. Wir kriegen einen vierten Bonusstern, wenn wir sogar weniger als 40 Yards zulassen. Und wir kriegen den fünften Bonusstern, wenn wir nicht ein einziges First Down zulassen. Wir spielen gegen die Green Bay Packers. Wir sind im Lambeau Field. Packers haben den Ball an der 50-Yard-Linie. Ich stelle mal meine Defense entsprechend ein. Aber das ist natürlich schon eine richtig harte Nummer hier gegen Aaron Rodgers. Ich versuche dem erstmal mit einer Cover 6 die Anspielstation zu nehmen. Erster und 10. Also wie gesagt, kein First Down ist das Ziel. Ja, das haben wir schon mal klassisch verkackt. Ja, das war's mit der Challenge. Hurra! Ach, Mann. Leute, was ist denn da los? Ich übe mal noch ein kleines bisschen weiter, wie wir am besten Aaron Rodgers beikommen können. Jetzt mal ein reiner Blitz. Lauf durch, ja, über die Seite. Da wollte er über die Seite ausweichen. Mit dem Mitblitz, 2. und 11. Wieder ein Lauf durch die Mitte, aber auch der ist gestoppt. Na, vielleicht scheint das wirklich mit reinen Blitzen so die beste Möglichkeit zu sein, die Packers hier von einem First Down abzuhalten. Außer Rodgers wirft natürlich. Oh. Jimmy Graham, der Tight End mit dem Catch. Der Ball ist an der 25-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10 für die Green Bay Packers. Ich habe heute echt Schwierigkeiten, in die Hitstick-Tackles zu kommen. Aber ganz gewaltig. Wir gehen jetzt mal in die Cover-One-Rubber-Press, also unsere normale Standard-Cover-One-Defense. Boah! Alter, was für ein Block. Fandash. Mit dem Tag, die sind gleich in der Endzone. Unglaublicher Drive der Packers. Mein Gott, wie soll ich denn diese Offense stoppen? Woods haut da mal richtig rein, aber gleich ist auch der zweite Stern weg, denn die 40 Yards haben die Packers gleich voll gemacht. 2. und 7, Ball an der 13-Yard-Linie. Oh, ein Incomplete Pass. Das vom Meister höchstpersönlich. 3. und 7. Ich glaube, wir dürfen ja gar keine Punkte zulassen. Und die Field Goal Range haben die Packers hier schon souverän gereicht. Wir bräuchten also ein Turnover. Nö, das ist sogar kein Touchdown. So, 40 Yards Goal auch vermisst. Oh, und jetzt haben die Packers, die ziehen es jetzt hier gerade aber auch in die Länge wie Kaugummi. First and Goal von der 1. Jetzt haben wir gleich schon das Ende des Quarters noch ohne einen Spielzug stattfinden. Das ist nicht zu glauben. Aber die Packers haben hier echt Spaß. Die sagen sich ja mal, die Cowboys am Grill, das genießen wir noch ein bisschen. Die drehen wir noch ein paar Mal rund. First and Goal von der 1. Ein Yards Raumverlust. Also ich glaube, hätten wir dafür ein Goal bekommen, wie wir diese Challenge am meisten in die Länge ziehen können. Die hätten wir hier mit Auszeichnung geholt. Und auf einmal wird auch ein Aaron Rodgers mal gesackt von Sean Lee. Verteidigen wir zumindest erfolgreich gegen den Touchdown. Es wäre ein Achtungserfolg. Mehr aber leider auch nicht. Im dritten Versuch der Touchdown war so klar. Ich hätte drauf wetten können, dass genau das passiert. Also dann versuchen wir den gleichen Spaß doch nochmal. Ich bin jetzt noch nicht wirklich schlauer geworden, wie wir gegen Rodgers spielen. Gehen wir mal in Tampa 2. Versuchen wir das doch einmal. 1. und 10 von der 50-Yard-Linie. Lauf über die Mitte. 5 Yards Raum gewinnen. 2. und 5. Wir gehen in den Mid-Blitz hinein. Check.
Und da kommt der Sack. Wunderbar. Crawford kommt durch. So, jetzt haben wir einen 3. und 11. Jetzt haben wir doch die Riesenchance, das Ding hier zu beenden. Gehen wir mal in eine Cover 6 hinein. Ich versuche jetzt nicht zu viel Druck zu machen. 3. und 11 von der 49. Da ist das Play-Action. Und das ist kein First Down. Der Ball ist an der 49-Yard-Linie. So, wenn die Packers jetzt punten, dann haben wir es geschafft. Beim ersten Versuch tierische Probleme. Beim zweiten Versuch durch den Sack von Crawford. Ball geht an der 23-Yard-Linie ins Aus. Und damit haben wir die Challenge geschafft. Und auch alle 5 Sterne geholt. Wunderbar. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.